Sehr geehrtes Präsidium, werte Abgeordnete, im Artikel 14 Satz 1 unserer Landesverfassung heißt es, Zitat Anfang, Kinder und Jugendliche genießen als eigenständige Personen den Schutz des Landes, der Gemeinden und Kreise vor körperlicher und seelischer Vernachlässigung. Sie sind durch staatliche und kommunale Maßnahmen und Einrichtungen gegen Ausbeutung sowie gegen sittliche, geistige und körperliche Verwahrlosung und gegen Misshandlung zu schützen. Zitat Ende. Satz 3 desselben Artikels ergänzt, Kinder und Jugendliche sind vor Gefährdung ihrer körperlichen und seelischen Entwicklung zu schützen. Zitat Ende. Meine sehr verehrten Damen und Herren, niemand hier im Hause wird diesen Worten widersprechen. Und zwar nicht, weil es Teil unserer Verfassung ist, sondern weil es jeder normale Mensch so empfindet. Kinder und Jugendliche zählen zu den schwächsten Mitgliedern unserer Gesellschaft und sind deshalb selbstverständlich und umfassend schutzbedürftig. An dieser Stelle sei allen professionellen und ehrenamtlich Tätigen gedankt, die sich jeden Tag dieser verantwortungsvollen Aufgabe stellen. Insofern hier auch an die Fraktion Die Linke vielen Dank für diesen Antrag. Aus unserer Sicht ist die beste Prävention gegen Gewalt und Vernachlässigung eine intakte Familie, ohne finanzielle Nöte und mit positiven Aussichten für die Zukunft. Unser Einsatz dafür können Sie ablesen an den verschiedenen Anträgen zur Unterstützung von Familien, die wir bereits gestellt haben. Das Familiendarlehen, geringverdienende Selbstständige entlasten, Senkung der Grunderwerbsteuer, Zähneputzen in Kitas, dritte Sportstunde zur Gesundheitsvorsorge, Rückkehrrecht in Vollzeit und nicht zuletzt Aufstockung des Urlaubsgeldes für benachteiligte Familien. Leider ist die Welt und ist auch unser Land nicht ausschließlich von Menschen bevölkert, die Kinder die Liebe und den Schutz gewähren, der ihnen zusteht und dementsprechend leben und handeln. Verstöße gegen diese Regelung mögen in einigen Fällen bei vollem Bewusstsein und absichtlich passieren, in anderen Fällen vielleicht aufgrund von Überforderung oder Ähnlichem. Für die betroffenen Kinder und Jugendliche spielt das allerdings keine Rolle. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Einrichtungen und Gruppen, die in diesen Fällen einspringen, in denen Eltern oder Verantwortliche ihrer menschlichen Mitverantwortung nicht nachkommen können oder nicht nachkommen wollen. Auch die Landesregierung ist dieser Aufgabe verpflichtet. Das Landesprogramm Kinderschutz aus dem Jahr 2016 hat das Ziel, alle Aktivitäten und Planungen im Bereich Kinderschutz in ihrer Gesamtheit zu betrachten sowie wichtige Handlungsfelder zu dokumentieren. Instrumente und Maßnahmen sollen überprüft und im Dialog mit allen Verantwortungsträgern weiterentwickelt werden. Bestandteil der Leitlinien des Landes ist ebenfalls eine Untersuchung der Wirkung sowie die Rechenschaftslegung. Ein Zeitrahmen hierfür wurde allerdings nicht festgelegt. Und hier liegt aus unserer Sicht auch das Problem dieses Antrags der Linken. Die von Ihnen geforderte Evaluation soll Ende 2019 vorgelegt werden, fast 3 Jahre nach dem Start des Programms. Wenn uns allen dieses Thema so ernst ist, wie es sein sollte, dann sollten wir darüber nachdenken, uns einmal im Jahr im Sozialausschuss Bericht erstatten zu lassen. Das gäbe uns auch allen die Möglichkeit, zeitnah auf alle Entwicklungen zu reagieren. Der Schutz unserer Kinder vor Gewalt, Vernachlässigung und Verwahrlosung muss uns diese Anstrengung wert sein. Die Zeit dafür haben wir, wir müssen sie haben. Ich möchte noch einen aus unserer Perspektive ganz wichtigen Punkt ergänzen, der sich im Landesprogramm Kinderschutz leider nicht findet, das Prüfen. In den Bereich Kinderschutz gehört dringend der Schutz des ungeborenen Lebens der ungeborenen Kinder dazu. Es kann nicht sein, dass sich gewählte Volksvertreter dafür einsetzen, das Werbeverbot für die vorgeburtliche Kindstötung aufzuweichen. Das widerspricht dem gesunden Menschenverstand und allen Beteuerungen zum Thema Demografie. Über 100.000 vorgeburtliche Tötungen im Jahr 2017 dürfen nicht einfach wortlos hingenommen werden, meine Damen und Herren. Von niemandem, auch nicht von Ihnen. Ich bitte in dem Zusammenhang auch um eine Einzelabstimmung. Ich hätte gern den Punkt Römisch 2, Punkt 5 separat abgestimmt. Es erschließt sich uns nämlich nicht, dass hier nur Bezug genommen wird auf die Einrichtung Schabernack. Das Land fördert ganz viele Instrumente und ganz viele Einrichtungen.
bei diesem Punkt werden wir uns enthalten. Deswegen möchten wir den gerne separat abgestimmt haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.